grundsätzlich haben wir so rund 2000 schon begonnen, aber so richtig zu hören waren wir dann ein bisschen so um 2004, 2005, das stimmt schon. Aber wir haben uns natürlich mal im Proberaum ein bisschen konsolidieren müssen. Die CD, die EP heißt Bundle These Last Scattered Synapses und ist rausgekommen im Frühjahr diesen Jahres. Ja, die ist brandneu. Wir bringen darauf wirklich eine Straight Rock Schiene, die schon noch mit Experimentellem auch zu tun hat. Also man kann sich noch vorbereiten auf Rhythmuswechsel, auf wirklich Überraschungen im Song und auf teilweise auch neue Sounds, die man nicht so gewöhnt ist. Gleichzeitig sind wir aber auf eine klarere Schiene gekommen sozusagen. Das neue Album EP gibt es ja nicht nur in CD-Version und sicherlich auch online, sondern auch als Vinyl. Warum Vinyl? Ja, Vinyl ist eine Sache, die nicht so schnelllebig wahrscheinlich auch ist. Es hält länger, also eine CD verbleicht ja auch mit der Zeit, eine Vinyl hält die länger. Also das heißt, es sollte der Sound für die Ewigkeit in gewisser Weise auch sein. Und analog ist einfach auch nochmal ein anderer Sound als digital. Math Rock. Was ist unter Math Rock zu verstehen? Du kannst es schon ruhig so nehmen, in gewisser Weise mit mathematisch ein bisschen. Im Sinne von, es ist durchdacht, es ist ein Konzept, aber es ist trotz alledem Rock. Nächste Nummer, Mountain Desert. Palindrom ist auf alle Fälle, der Name war ja damals schon aus dem Grund gewählt, weil ein Palindrom ein Wort ist, das du von vorne und hinten gleich sagen kannst, beispielsweise Otto, aber... Aha. Richtig, ist auch ein Palindrom, gut gemacht. Und auch ein sehr gutes Beispiel, ganz einfach und verständlich. Oho. Ja, richtig, auf alle Fälle... Das haben wir ein bisschen verbinden wollen mit dem Ausdruck unserer Musik. Also ein Wort, das einerseits verständlich ist, das du aber trotzdem von einer anderen Seite noch betrachten kannst. Und überraschenderweise hat es nochmals die gleiche Bedeutung. Und das ist bei unserer Musik auch so. Wie geht's weiter? Ja, die nächsten Pläne sind einerseits, wir haben die EP dieses Jahr rausgebracht, wir haben aber schon wieder eine Menge neuer Nummern. Wir spielen auch heute
wo du bei uns zu Gast bist in der Szene, ein paar neue Nummern. Die gibt es dann bald mal bei uns auf der Seite auch anzuhören, www.palindrom.at. Bitte besuchen und bitte auch fannen und adden. Also ihr hört unsere neuen Lieder heute nicht nur in der Szene, sondern sie sind einerseits auf der Homepage abrufbar, bald, und wir arbeiten eben an einem neuen Album. Und im Frühjahr gibt's wahrscheinlich wieder eine Palindrom-Tour durch verschiedenste europäische Länder. Mal schauen. Bleibt nur eines zu sagen. Herzlichen Dank fürs Interview und alles Gute für die Zukunft für die Palindrom. Auch für die Show heute, ja. Abend für die fernere Zukunft. Dankeschön. Wir sehen uns beim Mädelplanfest. Ja.